Um die Euregio zu erleben und zu verstehen, genügt manchmal schon ein Müsli-Riegel. In einer Meraner Oberschule tüfteln Schüler an Produkten, die in Nord- und Südtirol und im Trentino vermarktet werden sollen. Die Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie will die Europaregion Tirol greifbar machen. Ab Herbst wird es in der Schule auch eine Klasse mit Euregio-Schwerpunkt geben. Das ist Euregio zum Anfassen und Mitmachen. In der Foss Meran kreieren Schüler einen Müsli-Riegel, der für den Markt Tirol-Südtirol-Trentino bestimmt ist. Damit der süße Snack bei den Konsumenten in der Europaregion ankommt, setzen die Jugendlichen auf regionale Zutaten. Deswegen haben wir uns eben entschieden, auch den 100% Südtirol-Riegel zu nehmen, weil er eben Südtirol verkörpern soll. Und der ist eben auch so knackig und so fruchtig im Geschmack und deswegen denke ich, dass der in alle eigentlich schmecken kann, weil es jede Komponente drin hat, die was in die Leute eigentlich schmeckt. Auch die Entwickler eines Fruchtsafts wollen auf dem Euregio-Markt bestehen, mit der Mischung Apfel-Heidelbeer-Minze. Andere Schüler erarbeiten die Vermarktungsstrategie für den Saft. In der Euregio gibt es viermal so viele Kunden wie in Südtirol. Da sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Plötzlich haben wir es mit zwei Staaten zu tun, mit europäischen Gesetzen, mit anderen Bestimmungen. Und die Schüler natürlich sind jetzt sehr gefordert, um mal darauf zu kommen, was ist jetzt anders, wenn wir dasselbe Produkt in Innsbruck verkaufen. Sind auch darauf gekommen, dass das Preisniveau teilweise anders ist. In der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Meran finden gerade die Euregio-Tage statt. Einige Schüler schlüpfen in dieser Zeit in die Rolle eines Reiseführers. Wir haben einen Auftrag gekriegt, Touristen aus Teheran durch die Europaregion Tirol zu führen. Wir haben den Auftrag gekriegt, dass sie vor allem Geschichtsstudenten sein und dass diese Reise vor allem mit geschichtlichen Hintergründen bestückt worden sei. So tauchen die Schüler in die Gesamt-Tiroler Geschichte ein und lernen die Euregio auch von dieser Seite kennen. Bei einem Euregio-Quiz können die Jugendlichen ihr neues Wissen unter Beweis stellen. Ab Herbst wird es an der Foss Meran eine Fachrichtung Tourismus mit Schwerpunkt Euregio geben. Geplant sind Schüler- und Lehreraustauschprojekte mit Tirol und dem Trentino. Wir leben ja da. Das ist nicht weit weg. Bei der EU hat man manchmal das Gefühl, das ist Brüssel, das ist weit weg. Die Euregio ist da und da lebe ich. Und wie kann ich das spüren, wie kann ich das für mich auch lebendig machen? Die Foss Meran will die Euregio schmackhaft machen. In der Schulküche ist die Europaregion Tirol sogar richtig lecker. Die Einschreibung in die erste Klasse der Fachrichtung Tourismus mit Schwerpunkt Euregio ist bis 15. März an der Foss Meran oder online möglich.